Hier ist England. Hier ist England. Zunächst die Nachrichten in Schlagzeilen. Ohne Mittelwelle hätten digitale Feindsender von den Nazis leicht ausgesperrt werden können, im Gegensatz zur Mittelwelle. Die ist grenzenlos empfangbar. Ohne Mittelwelle hätten Sender wie Radio Luxemburg oder Piratensender wie Radio Caroline niemals die in den 60er Jahren noch dröge, schulmeisterliche Rundfunklandschaft Europas verändern können. Ohne Mittelwelle hätten viele Jazzfans nicht schnell noch DDR-Plattenläden gestürmt, um sich mit den restlichen Platten ihres Idols einzudecken, noch bevor die Stasi deren Verkauf verbieten konnte. Der Rias sendete, via Mittelwelle, diese weit bis ins angebliche Tal der ahnungslosen vernehmbare Meldung, der in der DDR prominente und gefeierte Musiker Stefan Diestelmann, der nach seiner Teilnahme an einem Jazzfestival in Hildesheim offenbar nicht in den anderen deutschen Staat zurückkehren. Er war einer der Organisatoren der Jazztime Hildesheim, gestern bestätigte, habe Le Bluster seinen Schritt vor allem mit künstlerischen Argumenten begründet. Dass die Mittelwelle trotz Störungen so begehrt war, liegt an der physikalischen Eigenschaft der Erdatmosphäre. Besonders gut Funkfrequenzen zwischen 530 und 1720 kHz zu reflektieren und wie ein riesiger Spiegel diese sogenannten Mittelwellen bis in 2000 Kilometer entfernte tiefe Täler umzulenken. Der zweite Grund, der den Radiopionieren von Beginn an einen rasanten Erfolg garantierte, war, dass man sich mit einfachsten Mitteln einen Empfänger selber basteln kann. Zwei lange Drähte, einen Halbleiterkristall, ein Kondensator und zwei selbstgewickelte Spulen genügen, um im Kopfhörer Mittelwelle zu empfangen. Wer eine Drahtmatratze hat, der kauft sich einen Apparat und spannt zugleich mit frohem Sinn den Draht zur Wasserleitung hin. Die ersten Versuchssendungen aus Königs Wusterhausen, in denen Postbeamte noch mit eigenen Musikinstrumenten Kollegen in weit entfernten Empfangsstationen erfreuten, durften noch nicht privat empfangen werden. Erst 3 Jahre später war das erlaubt und der Erfolg durchaus vergleichbar mit dem rasanten Erfolg des heutigen Internets. 4 Millionen davon, vermutlich noch einmal so viel Schwarzhörer, empfingen bis zur Machtergreifung der Nazis die Programme erster Rundfunkveranstalter wie das der 1923 gegründeten Nordischen Rundfunk. Funk AG. Für jedermann, wer 2 Mark im Monat noch bezahlen kann. Dieser Rundfunkbeitrag blieb übrigens konstant bis Mitte 1960. Wer Geld hatte, protzte mit teuersten Empfängern wie mit einer aus edelstem Holz gebauten Empfangskommode. Am Dutzend glänzend polierter Regelknöpfe durfte man nur nach zuvor bestandener Prüfung und Genehmigung drehen. Man kann also bei jeder Röhre die Heizung einstellen, ist für jede Heizspannung ein Regler da, um das laut und leise zu machen. Man kann die Kopplung der einzelnen Filter einzeln beeinflussen. Man muss also an 5 oder 6 Hebeln zugleich bewegen, um einen Sender richtig einzustellen. Der heute 71-jährige Harald Jordan aus Ronnenberg sammelte bereits als 19-Jähriger knapp 400 historische Empfänger. Bis kurz vor dem Jahreswechsel wären die noch in der Lage gewesen, das Programm des letzten deutschen Mittelwellensenders zu empfangen. Nun geht das nicht mehr. Und auch die Techniker werden im kleinen Häuschen neben dem Sendemast ein Geräusch niemals wieder hören. Die klingenden, riesigen Spulen, jahrzehntelang von der starken Sendeleistung in Schwingungen gehalten. Nun herrscht bald endgültig Ruhe. Die Zeit der Mittelwelle ist abgelaufen. Tick, 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 tick. Achtung, Achtung, hier ist der Sender. Schluss des Programms nach dem heutigen Kalender. Morgen wird's schon wieder wärmer werden. Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Du drehst den Lautsprecher ab und sagst leider, doch deine Frau spricht noch lauter dann weiter. Die Hörspielfolge wird dann selbst erledigt. Familiendrama und Gardinenpredigt.